eigentlich ein Inverted Classroom oder auch Flipped Classroom? Beide Bezeichnungen sind gebräuchlich. Ein Inverted Classroom ist eine Unterrichtsmethode, die die Wissenserarbeitung und die Wissensanwendung umdreht. Denn normalerweise ist es ja so, dass im Unterricht man sich zuerst einen Themenbereich, einen fachlichen Inhalt erarbeitet und dann beispielsweise im Rahmen der Hausaufgaben dann anwendet. Und der Inverted Classroom dreht das um. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich zum Beispiel als Hausaufgabe im Vorfeld, also vor der Stunde, vor dem Unterricht, erarbeiten sie sich einen Themenbereich selbstständig mit Videos oder auch ergänzender Literatur. Und im Unterricht wird dann angewendet. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass bei der Anwendung die eigentlichen Fragen aufkommen. Das heißt also, und diese dann entsprechend von der Lehrerin und von dem Lehrer direkt beantwortet werden können. Und auch der zweite Vorteil ist, dass häufig neben der Wissensvermittlung dann die Anwendung etwas kurz kommt. Und vielleicht für den späteren Beruf lernt, aber naja, bis man dann letztendlich aus der Schule ist und bis man dann zum Anwenden dieser Inhalte kommt, ganz ehrlich, haben wir sie meist schon wieder vergessen. Also, wenn es um nachhaltiges Lernen geht, ist gerade die Anwendung besonders wichtig und der Inverted Classroom stellt diese Anwendung in das Zentrum des Unterrichts. Und das funktioniert auch nicht nur in der Schule, sondern natürlich auch in der Universität und in der Hochschule. Die Kollegen Christian Spannagel und Jürg Handke zum Beispiel, die haben das 2010 bekannt gemacht, diese Methode, haben das erst selbst genutzt und ganz viel damit experimentiert und daraufhin ganz viele Kolleginnen und Kollegen von dieser Methode begeistert. Mich übrigens auch. Das heißt also, ich wende diese Methode auch gerne an und das Tolle ist wirklich, dass Studierende dann die Möglichkeit bekommen, beispielsweise nicht in einer mehr oder weniger interessanten Vorlesung zu sitzen und entsprechend nur das Fach, die Fachinhalte entsprechend zu rezipieren, sondern sozusagen aktiv Hand anlegen. Und meine Erfahrung ist, dass das tatsächlich nachhaltiges Lernen ermöglicht. Ich mache das zum Beispiel in einem Masterseminar, indem ich Studierenden Vorlesungsvideos, ergänzende Videos von Vorträgen und auch ergänzende Literatur zur Verfügung stelle, zum Beispiel im Moodle-Kurs der Veranstaltung, sich dann die Studierenden selbst in das Thema einarbeiten und wir dann in der gemeinsamen Sitzung über die offenen Fragen sprechen und das Thema schon nochmal viel tiefer behandeln können, als es vielleicht üblicherweise zum Beispiel in einer Vorlesung oder auch sogar in einem Seminar möglich gewesen wäre. Das ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, um Hochschullehrer zu verbessern.